Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hallihallo, Hallöle aus dem Whiskyhort. Es ist Peat-Time und wir sind heute mal bei meiner Lieblingsbrennerei, Kilomen. Kilomen hat eine neue Abfüllung rausgebracht namens Genesis. Genesis, für alle die religiös interessiert sind oder mal waren oder da ein Stück weit Bildung genossen haben, ist das erste Buch in der Bibel, da wo alles losging. So ist es auch bei dieser Flasche hier, denn der Masa wird euch das gleich in Großaufnahme zeigen. Hier unten gibt es eine Reihe von Symbolen auf dem Etikett und man wird seitens Kilhoman nach und nach pro Produktionsschritt eine Abfüllung herausbringen. Wir sind hier bei Stage 1 Harvest, also das, womit alles losgeht, das Getreide mit der Ernte, und hat daraus einen Whisky gemacht. Wie üblich bei Kilhoman, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt, alles natürliche Farben. 3600 Flaschen sind davon abgefüllt worden. Das mit 48,6%, das ist ein bisschen mehr als sonst bei Kilhoman für die Standardabfüllungen üblich. Die liegen bei 46. Und ja, würde sagen, lasst uns den einfach probieren. Wobei, so einen kleinen Eindruck von dem, was uns erwartet, bietet eigentlich schon der Füllstand. Den haben wir, ich glaube, am Freitag war es, bekommen. Und ihr seht, der wurde schon ausgiebig verkostet. Es wurden auch schon ein paar Flaschen verkauft. Warum? Weil das Ding lecker ist. Finden wir hier einhellig. Und jetzt mal ein paar Notes dazu, was daran so lecker ist. In der Nase die typische Kilhoman-Note. Peated. Mit einer Note in Richtung erkaltendes Lagerfeuer. Ganz dezent was Geräuchertes im Hintergrund. Viel Süße dabei. So ein bisschen aschig. Die Rauchnote wird aschig. Ohne R bitte. Also tatsächlich das erkaltende Lagerfeuer schon mit einem gehörigen Ascheanteil. Und ich liebe diesen Rauch. Ich liebe auch den Geschmack von Kilhoman, deshalb probiere ich jetzt Slange lieben. Aromund enttäuscht er nicht. Schon so dieser typische Kilhoman Peat. Boah. Recht kräftig, finde ich. Schön ausgewogen mit der Süße dabei. Ein bisschen vanillig, ein bisschen Richtung Rohrzucker. Also so eine Mischung. Es ist nicht so übertrieben vanillig. Es ist aber auch nicht wirklich so eine zuckrige Süße. Schönes Mittelding. Ganz leicht was Frisches, Fruchtiges, ein bisschen grasig, so wie ich es vom Mach hierbei kenne, der hier einen recht hohen Bourbonfassanteil hat.
Hier ist anhand der Farbe schon zu erkennen, Sherryfassanteil ist bei dieser Abfüllung höher als bei Maria Bay. Es ist noch weit vom Sunake entfernt, aber man spürt auch, da ist ein bisschen mehr Sherry dabei. Das Ganze wirkt irgendwie recht trocken im Mundraum, bekommt aber durch den Sherry eine schöne Breite. Kriegt da ein bisschen dunklere, fruchtige Noten, eine feine Kräuterwürze noch mit dazu. Ein bisschen Richtung Blockmalz. Sehr interessant. Jetzt nicht so ein Aromenfeuerwerk wie der Kilauea Calvados, den ich neulich im Glas hatte. Aber ein solider Whisky, ehrlich, der versteckt nichts, der ist gerade raus, der macht Spaß und ist so richtig was zum Wegschnasseln. Ein Ding, wo man wirklich richtig viel Spaß mit haben kann, finde ich. Der Spaß kostet 78,90 €. Das ist der Preis für eine Flasche. Und ich finde, die sind in diesem Fall richtig gut investiert, wenn er damit auch deutlich über dem Maria Bay, über dem Sanaic liegt. Und auch der Loch Gorm ist normalerweise etwas günstiger. Dafür ist es halt kein riesengroßes Batch. Es gibt nur 3600 Flaschen. Es gibt ein bisschen mehr Alkohol. Also unterm Strich passt der Preis für mich. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, tut das. Noch haben wir was davon. Probiert's. Alle, die auf Kilauea stehen, die auf Peach stehen, werden sicherlich ihren Spaß daran haben. Ich habe ihn auf jeden Fall, werde ihn auch noch ein bisschen weiter haben und verabschiede mich damit. Danke für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.